kämpfen hier im Gegensatz zur MMA 3x2 Minuten als kürzere Runden. Dafür wahrscheinlich mehr Aktivität, mehr Action. Also in der Gewichtsklasse dürfen wir uns eigentlich auf sehr viel Aktion freuen. Ist aber natürlich immer schwierig im Käfig, ne? K1 eigentlich Ringsport. Schauen wir mal. Finde ich, lässt sich eigentlich gut übertragen auf dem Käfig. Das Stellen ist zwar ein bisschen anders. Oh, das schenkt richtig gut an die erste Runde. Schöne kurze Kombination vom Hugo aus dem Gorilla Gym. Ja, ganz starke Boxtechnik. Sehr starke Treffer. Will den Kampf hier schnell finishen. Sehr schöne kurze Kombination. Schöne Low Kicks. Geht hier zum Körper, zum Kopf. Bewegt sich sehr gut, wechselt die Auslage. Stellt ihn hier am Käfig, lässt ihn nicht zurückgehen, nutzt seinen Vorteil. Und kommt mit einfachen Sachen zum Erfolg. Hugo wirkt sehr erfahren, sehr abgeklärt, hat ein gutes Timing. Zwei schöne Jabs, beide das Ziel gefunden. Das Boxen sitzt, die Kicks sitzen. Lukas weiß noch nicht ganz, was er machen soll. Nee. Ist hier überfordert. Hugo drückt. Also es sieht richtig gut aus. Overpaced auch hier nichts. Nee. Ist sehr kontrolliert. Immer wieder linke Haken, sehr, Low Kick. Sehr variabel, wechselt wieder die Auslage. Schöne Boxtechnik, schöne Führhände. Stellt ihn immer wieder am Käfig. Und auch boxerisch sehr variabel. Oben, unten, aufwärts, alles dabei. Stark, die geraden Hände gefallen mir sehr. Oh, kommt hier mit dem Flying Knee, nicht ganz getroffen. Jetzt Lukas ihn am Käfig. Schöne erste Runde. Ja, muss ich auch sagen. Also sehr schön anzusehen. Ein eindeutiges Ding an die rote Ecke auf jeden Fall. Blaue Ecke muss man ein bisschen den Gameplan jetzt überdenken. Muss man ein bisschen mehr aktiv sein in der Runde. Mehr mitschlagen, mehr kontern. Mehr antworten auf jeden Fall. Nochmal schön in der Wiederholung zu sehen. Ja, ich bin gespannt, wie der Lukas die zweite Runde angehen wird. Wird schwierig, da jetzt eine Antwort drauf zu finden. Ist der eingeschüchtert oder will er den Sieg haben? Der Lukas. Hat er sich einfach jetzt einschüchtern lassen? Ja, ich glaube, er ist schon beeindruckt, muss man so sagen. Schöner Frontkick zum Kopf. Aber er muss jetzt natürlich beim Dreirunder, erste Runde abgegeben. Er muss jetzt kommen. Hugo ist sehr variabel. Hat ein sehr hohes Repertoire an Techniken, die er auch alle zeigt. Jab gut connected. Haken wieder connected. Aber Lukas schlägt hier mehr mit. Lässt sich nicht so viel gefallen wie in der ersten Runde. Also 18 Jahre der Hugo, also ich, das was ich hier sehe, da dürfen wir uns auf den nächsten Veranstaltungen sicherlich noch auf ein paar gute Fall. Fights. Gut abgetaucht unter den Jab, gekontert. Arbeitet hier mit dem Ring, wollte ich schon sagen, mit dem Käfig. Hast du das gesehen? Nutzt den Käfig und sich absolut. Ja, richtig. Schon wieder. Für einen K1-Kämpfer sehr ungewohnte Technik, da es im Ring kaum möglich ist.
geht mit den Frontkicks mal zum Körper, mal zum Kopf. Oh, da war fast ein Ellbogen, muss ein bisschen aufpassen. Das Gesicht von Lukas schon sehr gezeichnet. Ja. Ja, Lukas muss jetzt drücken. Lukas muss jetzt drücken. Zwei schöne Körpertreffer. Aber Lukas deutlich aggressiver als in der ersten Runde. Gefällt mir gut. Ist nicht zum Verlieren gekommen. Das stimmt. Die war relativ ausgeglichen jetzt, die Runde. Ja, ich würde schon sagen, die Runde geht auch an Hugo. Hat die besseren und härteren Treffer gesetzt. Aber auf jeden Fall ausgeglichen als die erste Runde. Also, Lukas kann nur noch mit einem Knockout gewinnen, sage ich mal. Denke ich auch. Muss das TKO suchen oder den K.O. gleich. Ja. Hier in der Wiederholung immer das Flying Knee von Hugo. Letzte Runde beginnt. So, schauen wir mal. Genau. Ja, Hugo verliert seine Linie nicht. Er bleibt seiner Linie treu. Ja, aber Lukas gefällt mir hier Runde für Runde besser. Ja, er marschiert nach vorne, ne? Aber marschiert nach vorne, schlägt aber mit. Im Rückwärtsgang macht der Hugo die deutlich besseren Treffer. Immer wieder linke Haken, Low Kick. Ist jetzt jedes Mal schön getroffen vom Hugo. Geht hier auch schön raus. Also um ehrlich zu sein, sieht nicht aus, als schön, dass das Haus würde Hugo seinen dritten Kampf hier heute machen. Hey. Ja, auf keinen Fall. Wirkt echt sehr, sehr erfahren. Hat sicherlich in der Jugend oder zu Kindeszeiten, er sagt, er macht das schon seit 10 Jahren, also ja, deutlich hat, zu sehen. Hat vorher auf jeden Fall schon Erfahrung sammeln können. Generell, das Stand-Up hier vom Gorilla Gym gefällt mir sehr gut. Jeder Fighter bis jetzt hat ein schönes, solides Stand-Up-Game. Schöne Technik. Hinschenkel-Kicks dabei, High-Kicks dabei. Also wirklich sehr variabel. Sieht richtig gut aus. Kick gecheckt. Schöner Kick zum Körper, der hat gut getroffen. 1-2 hinterher. Ja. Lukas scheint angeschlagen und da ist der Kampf auch vorbei. Feiert sich wahrscheinlich zurecht. Ja, das ist eine klare Vorstellung. Ja, sehe ich auch so.
Stabile Performance. Schöner Kampf gewesen. Sehr fair hier auch von Hugo. Die führt seinen Gegner Respekt. Crowd here in Hamburg, thank you very much, ladies and gentlemen.